Kurznachrichten. Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Er sprach gestern zu Russland, heute zum Penn. Aber was ist der Penn? Der Penn ist ein internationaler Autorenverband, 1921 gegründet, in London. Die Abkürzung übersetzt Dichter, Essayisten, Romanautoren. Es gibt 144 Zentren in 102 Ländern. Der Penn ist beratendes Mitglied der UNESCO. Es gibt jährlich einen internationalen Kongress. Im geteilten Deutschland gab es zwei Penn, BRD und DDR. So ist es jetzt wieder. Über 230 Autorinnen und Autoren gründen am Freitag eine neue Schriftstellervereinigung, Penn Berlin. Dazu und zu dem Gründer, jetzt Roger Köppel. In Deutschland gibt es ja diese Streitereien um den Penn, diesen Schriftstellerverband, um den umtriebigen Deniz Yücel. Das ist ein ursprünglich türkischstämmiger deutscher Journalist und Schriftsteller, Polemiker. Er nennt sich dann Satiriker, wenn er total daneben schreibt, was immer Satire, Polemiker. Und die haben jetzt einen neuen Verband gegründet und da gilt das Ziel, man wolle einen neuen Penn, der gemeinsam und unabhängig von Herkunft und Haltung Missstände anprangert und denjenigen hilft, die in ihrer freien Meinungsäußerung bedroht werden. Eine NGO, die sich den Idealen der Aufklärung, der Meinungsvielfalt, der Toleranz und der Solidarität verpflichtet. Nun, dieser Deniz Yücel, ich beobachte ihn schon etwas länger und ich meine jetzt einfach mal Meinungsvielfalt und Toleranz und Solidarität für Andersdenkende. Das ist jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Ich meine, Deniz Yücel hat ja eine berühmte Kolumne geschrieben in der Taz damals und ich zitiere daraus: Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut Bösen Namen und Gesicht verliehen und, wie Wolfgang Port einmal schrieb, den Krieg zum Sachwalter und Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben. Eine Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid, penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune auffällt. Eine Nation, die dutzende Ausdrücke für das Wort Mecken kennt, für alles Erotische und so weiter, klinisches Vokabular. Diese freudlose Nation also kann gerne dahinscheiden. Völker sterben von der schönsten Sorte. Ich meine, ja, er hat das dann zur Satire erklärt. Es ist auf jeden Fall geschmacklos und es ist auch aggressiv und es ist also ein gebieterischer, arroganter, überheblicher Zug drin. Und das hat sich dann halt bestätigt, als dieser Deniz Yücel auch in der Diskussion um Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, dem Autor einen zweiten Schlaganfall gewünscht hat. Ich meine, wenn jemand so etwas schreibt, dann ist er für mich jetzt nicht unbedingt der Kronzeuge für Meinungsäußerungsfreiheit und für die Solidarität mit Andersdenkenden, sondern einfach ein kleiner Meinungsterrorist, einer, der es eben nicht gerne hat, wenn man eine andere Meinung hat als er. Und wenn dieser Pen-Club nun in diesem Geist gestaltet wird, in Berlin, dann gute Nacht. Dann wird das keine sehr inspirierende Veranstaltung. Aber wir wollen noch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass auch ein Deniz Yücel aus seinen Jugendsünden lernt und vielleicht diese provokativen Töne jetzt abgelegt hat. Ja, mehr als provokative Töne sind eigentlich total daneben und geschmacklos. Und manchmal lernt man ja auch aus Fehlern. Ein kräftiges Hallo am 10. Juni 2022. Zum Glück komme ich ja nicht aus dem Völkerrecht, sondern aus der Satire. Da kommt auch Harald Schmidt her und er hat sich zu den Schwierigkeiten der Satire ein wenig geäußert. Ob Satire alles darf, würde ich auf den Versuch ankommen lassen. Also für mich ist die Grenze das Grundgesetz und das Strafgesetzbuch. Es kommt etwas Neues dazu. Nämlich dieses, du hast meine Gefühle verletzt. Ja, das ist so in den letzten Jahren aufgekommen. Früher, wenn ich einen Witz gemacht habe, ist es auch so, dass jemand dagegen geklagt hat oder mich angezeigt hat, dann wurde das relativ schnell juristisch entschieden, geht das oder geht das nicht. Heute mit dem, du hast meine Gefühle verletzt, ist es natürlich eine sehr, sehr, sehr große Grauzone. Denn wer weiß, ob nicht Gefühle verletzt werden, das heißt, setzt sich an den Tisch hier. Und insofern muss man sich schon, wie Sie auch gesagt haben, sehr genau überlegen, vor allem gar nicht mal so sehr den Inhalt, aber wie man es formuliert. Also zum Beispiel erste Regel, niemals negatives Vokabular.
verwenden, sondern immer positives Vokabular und immer durch scheinbare Zustimmung. Ja? Also wir verehren den aktuellen Präsidenten von Staat XY. Wir hätten nur eine kleine Frage zu dieser Entscheidung. So, und dann geht es schon. Aber wenn ich natürlich sage, das ist ein Trottel oder der gehört weggebombt, dann wird es sehr, sehr brenzlig. Oh ja, zum Bomben kommen wir auch gleich wieder. Das war Harald Schmidt im Juni 2022 im Café Brandstätter vom gleichnamigen Brandstätter Verlag. Frankreich sei weiterhin bereit, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Das erklärte der französische Präsident Macron in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Die Niederlande und Dänemark lehnen den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine ab. Der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzia, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Befreiung der Donbass-Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in nächster Zeit abgeschlossen werde. Er gab der BBC ein Interview. Michael Mesintsev, der Leiter des russischen Zentrums für Verteidigungsmanagement, gab bekannt, nach zuverlässigen Informationen halten in Severodonetsk in der Volksrepublik Luhansk Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte Hunderte von Einwohnern der Stadt und Mitarbeiter des Werks in den unterirdischen Einrichtungen des Werks gefangen. Die Landwirte der Volksrepublik Luhansk werden mit dem ersten Zug, der heute abfährt, Getreide per Bahn nach Russland exportieren. Die Siedlung Kamyschewacha ist in der Luhansker Volksrepublik befreit, das gab Tschetscheniens Oberhaupt Kadyrov bekannt. Ukrainische Truppen zogen sich auf das Dorf Wrubowka zurück. Der ukrainische Präsident Zelensky hat per Dekret persönliche Sanktionen gegen den russischen Staatschef Putin verhängt. Das Dokument wurde gestern auf der Webseite des ukrainischen Staatsoberhauptes veröffentlicht. Es tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Nach Angaben der Donetsker Nachrichtenagentur schießt die ukrainische Armee weiter auf Donetsker Zivilisten. Mehrere Orte werden genannt. Auch NATO-Kaliber waren im Einsatz. Eine Frau starb an Ort und Stelle. Zwei weitere Anwohner wurden mit Schrapnellverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Wohngebäude seien bei dem Beschuss beschädigt worden. Hier finden zielgerichtete Angriffe auf die Zivilbevölkerung statt. Gespräche gab es auf französische Initiative hin zwischen dem russischen und französischen Generalstab. Die lettischen Behörden arbeiten an einem Gesetz, das die Rechtsgrundlage für die Enteignung des Vermögens Russlands und Weißrusslands zugunsten des Staates schaffen soll. Informationen hierzu wurden auf Twitter veröffentlicht. Das oberste Gericht der Volksrepublik Donetsk hat zwei britische und einen marokkanischen Staatsbürger, die auf Seiten der ukrainischen Armee im Donbass gekämpft hatten, zum Tode verurteilt. RIA Novosti berichtet, die Verurteilten werden erschossen. Alle drei bekannten sich schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist zu erwarten, dass die Angeklagten Rechtsmittel dagegen einlegen werden. Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat einseitig die partnerschaftlichen Beziehungen zur weißrussischen Hauptstadt Minsk aufgekündigt. Das teilte der Bürgermeister Kiews, Vitali Klitschko, am Nachmittag in seinen sozialen Netzwerken mit. Die Verwaltung des russisch kontrollierten Gebietes Cherson überlegt, sowohl der ukrainischen als auch russischen Sprache den offiziellen Status zuzuerkennen. Der Pressesprecher der militärisch-zivilen Verwaltung des Gebiets, Moros, erklärte der Nachrichtenagentur TASS, Zitat, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Gegenwärtig wird die Variante erwägt, Russisch und Ukrainisch zu Amtssprachen der Region zu machen. Das Zurückdrängen und am Ende Verbieten der in den Regionen am meisten gesprochenen Sprache war eine der Spezialitäten der ukrainischen Politik der letzten Jahre. Alexei Resnikow, der Verteidigungsminister der Ukraine, hat die täglichen militärischen Verluste seines Landes auf 100 Gefallene und 500 Verwundete geschätzt. RIA Novosti berichtet. Der ORF berichtet, russische Truppen rücken auf Bachmut vor. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt im Donbass. Der ukrainische Präsident Zelensky vermeldete in seiner abendlichen Videoansprache gestern positive Nachrichten auch aus der südöstlichen Region Saporischschja. Dort sei es ukrainischen Streitkräften gelungen, russische Truppen abzuwehren. The Daily Melnik. Die ARD berichtet, der ukrainische Botschafter drängt auf klare Aussagen, wann zugesicherte Waffen an die Ukraine geliefert werden. Der Bundesrat entscheidet heute über das geplante 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für die Bundeswehr. Nach Berechnungen des ukrainischen Statistikamtes ist das Bruttoinlandsprodukt des Landes im Auftaktquartal um 15,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Die Weltbank rechnet wegen des Kriegs für 2022 mit einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes in der Ukraine um 45,1%.
In die lange Reihe der harten deutschen Hardliner ist sicherlich Christoph Heusgen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, einzureihen. Er hat im Konflikt mit Russland Durchhaltevermögen angemahnt. Die ARD zitiert, Putin hält die westeuropäischen Gesellschaften für dekadent. Er glaubt, dass das von ihm regierte, totalitäre Russland die bessere Durchhaltefähigkeit besitzt und wir unter Inflationsdruck, unter hohen Sprit- und Lebensmittelpreisen weich werden und die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Putin müsse daher klargemacht werden, dass die Sanktionen aufrechterhalten und die Hilfe für die Ukraine gerade erst anlaufe. Heusgen verbreitet sich unter T-Online. Er war deutscher Botschafter bei der UN in New York und außenpolitischer Berater von Angela Merkel. Es sekundiert die ARD. Die russischen Energieeinnahmen dürften nach Einschätzung eines US-Regierungsvertreters derzeit höher sein als kurz vor dem Krieg gegen die Ukraine. Grund: die weltweiten Preisanstiege. Auch verschärft der Ukraine-Krieg die weltweiten Ernährungskrisen. Der hochrangige Bundeswehrgeneral Martin Schelleis warnt im Kölner Stadtanzeiger, wovor? Vor militärischen Gefahren für Deutschland. Zitat: im Grunde haben wir schon einen Krieg, Krieg im Informationsraum, Cyberangriffe. Als realistische Szenarien nannte er punktuelle Angriffe auf kritische Infrastruktur. Auch dafür seien wir nicht gut aufgestellt. Ebenfalls sieht er eine Bedrohung durch den möglichen Beschuss von ballistischen Raketen. Das russische Außenministerium hat davor gewarnt, dass Cyberangriffe auf russische Infrastruktur zu einer direkten militärischen Konfrontation mit dem Westen führen könnten. Das Außenministerium erklärte, es habe bereits Attacken gegeben, zum Beispiel auf die Internetseite des Bauministeriums. Die Verantwortlichen säßen in den USA und in der Ukraine. Verbände zur Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern haben dazu aufgerufen, Deserteuren und Verweigerern aus Russland, Weißrussland und der Ukraine Asyl zu gewähren. Connection heißt der Verein. Frontex zählt, 5,5 Millionen Ukrainer sind in die EU-Länder geflohen. Finnland plant Barrieren an der Grenze zu Russland. Litauen kritisiert die türkisch-russischen Gespräche. Der VW-Konzern zieht sich aus der Produktion im russischen Montagewerk Nischni Novgorod an der Wolga zurück. Er bietet den Beschäftigten eine Abfindung, wenn sie selbst kündigen. In Russland wird bald wieder der Moskwitsch fahren. Angesichts des drastisch gestiegenen Rubelkurses hat Russlands Präsident Putin die Exporteure von der Pflicht befreit, generell 50% ihrer Deviseneinnahmen in die Landeswährung tauschen zu müssen. Das sind Sorgen. Die EU pumpt weitere 205 Millionen Euro in die Ukraine, mein und ihr Steuergeld. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Lieferung von Waffen und Militärgütern an die Ukraine erneut verteidigt und zugleich vor einer Teilung der Welt gewarnt. Selbst fährt er nach Serbien. Scholz sprach auf einer Messe, knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs verschiebe Russland die Grenzen in Europa, um ein anderes Land zu unterwerfen und sich zumindest Teile davon einzuverleiben. Er nennt das blanken Imperialismus. Was will er damit sagen? Dass wir im Sozialismus leben? Absurde Selbsteinordnungsprobleme werden diese Krise mit Sicherheit nicht lösen. Gemeinsam mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Scholz vom anstehenden Gipfel der Transatlantischen Allianz ein Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit gefordert. Auch befürchtet er einen langwierigen Krieg in der Ukraine. International das EU-Land Slowenien beseitigt den gegen Flüchtlinge und Migranten errichteten Zaun an seiner Grenze zu Kroatien. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols sieht die Verantwortung für die Ereignisse am 6. Januar 2021 beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser habe die Demonstranten zu den Ausschreitungen angestachelt. Es berichtet der ORF. Und wieder eine Meldung aus dem Land, dem wir nacheifern. In einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Maryland sind drei Menschen in einer Firma erschossen worden. Thailand legalisiert Marihuana. Die Schweiz ist erstmals im UN-Sicherheitsrat. Polen löst seine Disziplinarkammer auf. Die Welt berichtet, angesichts steigender Energiepreise ist eine Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge für verlängerte Laufzeiten von Atomkraftwerken. In einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild-Zeitung gaben 50% der Befragten an, sie hielten eine Rückkehr zur Stromerzeugung mittels Atomkraftwerken mit Blick auf die aktuelle Energiekrise für sinnvoll. Gut ein Drittel, 35%, wollte dies nicht. Thomas Röper berichtet im Antispiegel von einem Auftritt Wladimir Putins. Dieser hat die EU und ihre Mitgliedstaaten als Kolonien der USA bezeichnet. Mit derartig klaren Äußerungen hielt er sich lange zurück.
Wohl hat er gehofft, dass sich die europäischen Regierungen, wenn es um Sein oder Nichtsein geht, auf die wirklichen Interessen ihrer Länder und Völker besinnen und sich von den USA lossagen, wenn es um das eigene Überleben geht. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Lieber gehen die EU und ihre Mitgliedstaaten mit fliegenden Fahnen unter, als sich von den USA zu emanzipieren. Gestern hat sich Putin den Fragen junger russischer Unternehmer und Wissenschaftler gestellt. Hier wurde er gegenüber den Europäern so deutlich wie nie zuvor. Thomas Röper übersetzt. Hier originale Teile. Wir leben in einer Epoche des Wandels, das ist für jeden offensichtlich, das versteht jeder. Es finden geopolitische, aber auch wissenschaftliche und technologische Veränderungen statt. Die Welt verändert sich, und zwar schnell. Um eine Führungsrolle beanspruchen zu können, ich spreche nicht einmal von einer globalen Führungsrolle, sondern von einer Führungsrolle in zumindest irgendetwas, muss ein Land, ein Volk, eine ethnische Gruppe ihre Souveränität gewährleisten. Denn es gibt nichts dazwischen, keinen Zustand dazwischen. Entweder ein Land ist souverän oder es ist eine Kolonie, egal wie man die Kolonie bezeichnet. Eine Kolonie hat keine historische Perspektive, keine Chance, in einem so harten geopolitischen Kampf zu überleben. So war es schon immer. Ich will nur, dass das verstanden wird, damit wir nicht auf das schauen, was um uns herum und mit uns passiert, und dann mit offenem Mund sagen, ach du meine Güte, das war schon immer so, verstehen Sie, und Russland war immer die Speerspitze der Ereignisse. Es gab Epochen in der Geschichte unseres Landes, in denen wir einen Schritt zurücktreten mussten, aber nur, um unsere Kräfte zu sammeln und vorwärts zu gehen, um uns zu konzentrieren und vorwärts zu gehen. Und Souveränität im modernen Sinne, im Prinzip war es schon immer so, aber heute ist das besonders offensichtlich, setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Er nennt militärische, wirtschaftliche und technologische Souveränität, auch soziale. Gibt es dies nicht, fällt alles auseinander. Wenn wir uns nicht auf die Grundwerte der nationalen Kulturen der Völker Russlands stützen, wird es keine Konsolidierung der Gesellschaft geben. Wenn es keine Konsolidierung gibt, fällt überhaupt alles auseinander. Und die Tatsache, dass wir uns sozusagen verteidigen müssen, dafür kämpfen müssen, das ist offensichtlich. Mit Kultur haben wir heute begonnen. Wie immer unterwirft sich die ARD der US-amerikanischen Kultur. Sie berichtet von der Grammy-Verleihung. Hier wird es weitere 5 Kategorien geben. Songwriter des Jahres, bestes Album mit gesprochener Lyrik, beste Alternative Performance, beste Americana Performance, bester Soundtrack für Videospiele und interaktive Medien. Platz für deutsche oder europäische oder gar osteuropäische Kultur ist hier mit Sicherheit nicht. Das reflektiert die ARD nicht. Offensichtlich sieht sie sich in einem anderen kulturellen Auftrag. 7-Tage-Inzidenz Deutschland 318,7. Sie steigt. Das Robert-Koch-Institut sieht die Gründe bei 2 Omikron-Subvarianten und mangelnden Vorsichtsmaßnahmen. Ich überfliege, das 9-Euro-Ticket wird nicht erwähnt. Auch in Österreich steigt die 7-Tage-Inzidenz 243,9. In Springers Welt bewertet Christian Drosten die aktuelle Corona-Lage als zunächst nicht bedrohlich. Der Gesundheitsminister von Kirgisistan wurde verhaftet. Er hat zu viel Impfstoff bestellt, es berichtet die Berliner Zeitung. Vera Lengsfeld schreibt für Boris Reitschuster, Zitat, gestern am 8. Juni 2022 meldete die Thüringer Allgemeine auf der Titelseite unter der Überschrift Verfassungsschutz, Proteste in Pandemien extremer, dass Thüringens Innenminister Meyer, SPD, dafür plädiert, dass Corona-Leugner und sogenannte Querdenker konsequent dem rechtsextremistischen Spektrum zuzuordnen seien. Wer Corona-Leugner und Querdenker ist, bestimmt Meyer selbst. Darunter fallen alle Kritiker, die an der Wirkung von Lockdowns, Maskenzwang, Schulschließungen, Schließungen von Einzelhandelsgeschäften und kulturellen Einrichtungen gezweifelt haben. Lengsfeld erweitert, ohne Maskenzwang und Lockdown sanken die Infektionszahlen in diesem Jahr. Internationale Studien bewiesen, dass Lockdowns und Maskenzwang so gut wie unwirksam sind. Aber in Deutschland werden alle, die das gesagt haben, zu Rechtsextremisten erklärt von einer Politik, die sich weigert, die Corona-Maßnahmen zu evaluieren bzw. alles dafür tut, dass diese Fakten nicht bekannt werden. Lengsfeld zitiert das ZDF und fragt, ist Theo Kroll nun ein Querdenker? Lengsfeld schließt, gegen diese Tendenzen brauchten wir einen wirklichen Verfassungsschutz. Überschrieben ist der Artikel, der Verfassungsschutz wird zur Staatssicherheit. Hier schwelgt Vera Lengsfeld in alten Erinnerungen. Abschließend die Berliner Zeitung zur Amokfahrt am Breitscheidplatz. Eine Frau verstarb, 7 Jugendliche kamen schwer verletzt zur Behandlung in Krankenhäuser, 7 weitere Schüler wurden leicht verletzt. Darüber hinaus wurden 17 Passanten verletzt.
50 weitere Personen wurden psychologisch betreut. Der Täter, ein 29-Jähriger, kam in ein Krankenhaus. Es liegen Indizien vor, dass es sich um eine Vorsatztat eines mutmaßlich psychisch erkrankten Mannes handeln könnte. Gleichwohl werden die Ermittlungen in alle Richtungen fortgesetzt. Wortlaut der Sicherheitsbehörden. Wetter! Wolken und Schauer im Süden und im Westen. Sonst viel Sonne. Das Wochenende freundlich. In die neue Woche geht es mit mehr Wolken. Machabu. Alternative Music.